zu ringen haben. Und im Übrigen erschöpft sich ja das Leben unseres Volkes nicht mehr allein im nationalen Raum, ist von dort aus nicht mehr zu gestalten. Aus dem Grund bin ich ja immer dafür eingetreten, dass neben der Bejahung aller schon durchgeführter Integration, Mutanion, europäische Wirtschaftsgemeinschaft, das nicht das Ende sein kann, sondern dass wir das ganze freie Europa in sich zu versöhnen und zu einigen haben. Und ich war auch sehr angesprochen von dem Gedanken des amerikanischen Präsidenten, im Trade Expansion Act sozusagen den Schlüssel dafür zu finden, um die Schicksale der Völker im nordatlantischen Raum enger aneinander zu binden, das Zusammenleben friedlich zu gestalten, natürlich.